Hallo zusammen, wir haben Montag, den 5. Juli und es ist 17.25 Uhr, wenn ich diesen kleinen Clip hier anfange. In diesem Clip geht es um die Henkel-Vorzüge. Ich habe schon ganz lange nicht mehr gesehen und wie ihr seht, befinde ich mich auf dem Tool von der Hypovereinsbank One Markets. Und vor euch liegt der 5-Jahres-Chart von Henkel. 130 war mal das Hoch. Es ist so, dass in den letzten Tagen kam von verschiedenen Analysten Analysen über den Wert. Der tiefste Wert, den ich gesehen habe, unter Vorbehalt, war bei 92. Der Schnitt lag, wenn ich es richtig gerechnet habe, bei 106,5 und die höchsten Schätzungen bei 120. Ich gehe jetzt mal mit euch näher ran, denn da sind so ein paar Sachen, die halte ich für sehr interessant. Zum einen, hier ist das Prä-Corona-Hoch. Das war so bei 95, waren wir schon kurz drüber und sind momentan ein bisschen drunter. Wir handeln um die 200-Tage-Linie, das ist diese schwarze hier. Das erste, worauf ich hinweisen möchte, sind die sogenannten FIBO-Retracements. Hier Ende Februar ging der Wert mal steil von rund 81 hoch bis zur fast 100 und hat jetzt, ich ziehe es mal hier noch ein bisschen auseinander, hat jetzt fast auf dem Punkt genau, oder je nachdem wie dick die Linie ist, auf dem 61er Retracement aufgesetzt. Hat also von dieser ganzen Bewegung hier 61% abgegeben. Heute hier schließen wir mit einem Hammer. Wir haben zwar noch 5 Minuten Börse, allerdings halte ich das für sehr wahrscheinlich, dass dieser Hammer kommen wird. Wir werden leicht positiv über das MACD, den Trendfolger, bald auch über die traditionelle Sichtweise. Der Oszillator, dem ich ja viel Bedeutung beimesse, vor allen Dingen, wenn er über die 20 geht, steht ganz kurz davor. In den verschiedenen Analysen war zu lesen, dass man immer wieder sagt, dass die Rohstoffe so teuer sind und das kann ein Problem für Henkel sein. Das möchte ich nicht von der Hand weisen, das ist auf jeden Fall richtig. Aber ich finde, nach dieser Bewegung hier hat sie eine perfekte Korrektur gemacht. Von den Bändern gibt es kein nennenswertes Signal. Auffallend mag für den einen oder anderen Trendfolger-Trader von euch sein, dass die 20-Tage-Linie, das ist diese hier, sich anschickt, die 200er zu schließen. Das ist aber also zu unterbieten. Das ist aber nicht, ich erachte das als nicht tragisch. Das ist kein Golden Cross oder sowas, nichts dergleichen. Dafür ist die 20-Tage-Linie viel zu agil verglichen mit der 200er. Dieser Bereich von den 61,8er Retracement hier bei 88,34 ist nicht nur das Fibonacci Retracement, sondern es kommt auch von hier hinten her. Und auch wenn ich den Chart weiter aufdrösel, war das immer eine ganz gute Unterstützung. Das macht mich einerseits hoffnungsfroh. Und dann, wenn der Wert, das eigentliche Kaufsignal kommt hier, wo ist mein Fadenkreuz, kommt hier, wenn wir diesen Punkt hier überbieten, bei 90,95. Dann passiert nämlich Folgendes, wir überbieten die 20-Tage-Linie, die jetzt noch täglich weiter fällt, die 200-Tage-Linie und den Chart. Und das würde den Wert insgesamt weiter positiv machen. Ich hätte dann als erstes Ziel diesen Bereich hier so. Und da liegen wir per heutigen Kurs bei 94. Allerdings glaube ich, dass einige der Analysten recht behalten werden. Und unter der Annahme, dass an der Börse kein nennenswerter Crash passiert, der Wert relativ flott wieder auf den Bereich von 100 gehen kann. Für diesen Fall habe ich eine Option rausgefunden mit einem fast 11er Hebel, 10,61 jetzt auf diesem Kurs. Mit der Basis 80,61, ein zeitlich unlimitierter Schein von der UniCredit. Wir sind also mit der Basis noch hier drunter, da wo jetzt die Maus ist. Aber es ist ein 11er Hebel. Die bietet sich dann an, wenn wir diesen Punkt hier von der 90,92, wenn wir den überboten haben. Mit Schlusskurs bitte, weil wir dann auch die verschiedenen gleitenden Durchschnitte gesehen haben und das 61,8er Retracement mit mehr Vertrauen genießt. Wer natürlich sagt, ey, da gehe ich näher ran, da will ich mehr Spaß mit haben, ich brauche mit hier mehr Hebel, der kann natürlich dann hier relativ nah drunter, das hier ist 88,34, der kann dann hier so einen 85er Schein nehmen, aber zudem möchte ich jetzt hier an dieser Stelle noch keine Empfehlung aussprechen. Die Wertpapierkennnummer von diesem Schein ist die HR02 Berta Berta, HR02BB. Für einen Short. Ja, die Leute sagen, der Markt geht komplett runter und die Rohstoffpreise bleiben hoch, bietet sich dann so etwas hier an.
dieser Schein hier. Auch ein zeitlich unlimitierter Schein mit der Basis 100,29. Das ist ein Put, der über dem letzten Hoch liegt mit 100,29 und der hat die Kennnummer HR2HZG. Mir ist aufgefallen, dass auch andere Chemiewerte gar nicht so schlecht liegen. Die haben sich alle schon ziemlich gut abgebaut und ich kann mir durchaus eine weitere Rotation vorstellen, zum Beispiel Autos etwas runter und Chemie, dazu zählt für mich die BASF, Covestro und Merck und dazu abzählt aber auch hier die Henkel, ganz klar, dass die das vielleicht ablösen können. Also mir gefällt das hier, das wäre eine Aktie, da sehe ich keinen Grund für einen Short auf diesem Niveau. Die positiven Aspekte aus technischer Sicht überwiegen momentan. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.